So, hallo meine Freunde, grüß Henk. Ich befinde mich heute auf der Automesse in München. Allerdings befindet sich der nicht im Messegelände draußen beim alten Flughafen, sondern irgendwo anders da. Ungefähr 18 Kilometer von der Messe München entfernt, also beim alten Flughafen. Und das hat aber irgendwie keiner gewusst, beziehungsweise wahrscheinlich habe ich auch gescheit gelesen bevor. Ja, und ich würde sagen, gehen wir rein und schauen, was es da erwartet. Jetzt sind wir bei Dometic. Ich hoffe, dass ihr mich halbwegs gut versteht. Es sind ein Haufen Kühlboxen da, Kompressor-Kühlboxen. Eine neue Power Station. So Leute, jetzt sind wir wieder bei der tschechischen Firma One Piece, da wo ich meinen Daunen schlafen so kann. Mal schauen, ob sie wieder was Neues da haben. Wir haben ja hauptsächlich Daunenschlafsäcke. The solar chargers. Yeah. Okay. This is the only thing we have since last time. Yeah. So we have one is 6.5 watts. Okay. The other one 16 watts. Okay. You can bring this with you for on your bag. You can connect your phone with the little one. Your tablet with the biggest. Okay. And now you have other new products. Now we are the same. We have, I don't know if you remember the solar cooker, Sun Good. After the bestseller, this is Sun Case Gear. Yeah. Did you see this one? I don't remember. It was the first version, you know. You don't first know. Version I have, yes. This one now is made in France, a recycled plastic, and we change in the top off. You remember the other one? It was just a small plastic. Yeah. Now it's metal. Okay. So voilà. We have the new product made in France, recycled plastic, and that's it. Okay, great. Don't forget the lighter inside. Yeah. And maybe this one, but this is a solar oven Gosen. We are distributor of this brand. Voilà. Mm-hmm. This is the biggest one. You can charge the food in this part. No. After you charge, you connect with the sun, and same, you know, reflecting inside the tube, and it's cooked. You can go until 200, 250 degrees with this product. And when there is no sun, you can connect with this one in 12 volt on your camping car, van, for example, to cook something during the night. There is a resistance downstairs. So Leute, jetzt sind wir beim Stand von Gerber. Da habe ich ein richtig lässiges Buschkraftmesser gesehen. Da ungefähr 4 mm Ricke, liegt echt gut in der Hand. Da ist so ein Scheide dabei. Auch schon ein bisschen wie alte Jeans. Folgt mir jetzt persönlich nicht so. Ich stehe mehr auf Kydex-Scheiden. Aber echt lässige Messer. Aber das ist schlecht, schön. Fällt mir echt gut. So, und da ist
Da kommen ungefähr die ganze halbe Liter Wasser. Da ist der Wasserfilter rein, da kann man es ausquetschen. Verhältnismäßig ist relativ viel los. Ich hoffe, dass ihr mich trotzdem halbwegs gut versteht. Aber es sind ungefähr nur 4-5 Hallen, also relativ wenig, aber es geht. Aber gut, dass wir heute relativ schnell durch sind. So Leute, jetzt sind wir bei Fjellreben. So, den ersten Buschkrafter, was ich heute da sehe auf der Messe, ist der Stefan von Auto King. Servus Stefan. Servus, grüß dich. Schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ich glaube das letzte Mal vor 2 Jahren auf der Automesse, oder? Nein, war ich ein bisschen länger her. Vor 3 Jahren etwa schon, ja. Aber es ist echt voll nett, dich wieder mal zu sehen und zu treffen. Ja, finde ich auch super, weil wir haben uns echt schon lange nicht mehr gesehen. Aber wir werden miteinander ein Video machen, das habe ich dir ja versprochen. Ist auf alle Fälle nicht, wo er ja ein Auto hat. Ein Camper. Ja, jetzt geht's. Und vielleicht treffen wir uns mal, oder in ein Dachzelt, ja, genau. Ja. Mit dem bin ich hinterher da. Ah, okay. Vielleicht können wir uns so mal auf ein Campingabenteuer einmal treffen. Gerne, jederzeit. Wer nicht kennt, Stefan Auto Kindau, ich verlinke ihn unten im Video. Jetzt sind wir am Stand von C2 Summit. Wir haben so leichte Ein-Mann-Zwei-Mann-Zelte. Das ist ein Zwei-Mann-Zelt. So Leute, neben mir habe ich jetzt den Leo vom X-Ball. Servus Leo. Servus. Warum stellst du heute die aus da? Das ist ja zu teuer, das kann ich mir nicht leisten. Aber heute sind sehr wenige Buschkräfte da und es ist auch, ich finde es extrem groß. Ich glaube, das ist die erste Messe heute, gell? Ja, ich war noch nie auf so einer Automesse. Das ist jetzt die erste. Ich war gestern auch schon den ganzen Tag da. Also ich habe gestern nicht einen Buschkräfte oder einen YouTuber getroffen, wo ich gesagt habe, den kenne ich. Ich war ja schon ein paar Mal auf der Automesse da, aber wie gesagt, ich bin ja als erstes komplett falsch gefahren, weil ich wahrscheinlich wieder gelesen habe davor. Genau. Aber ja, es ist selber ungefähr 4 Hallen und oben der Halle sind auch noch ein paar so Sachen, aber es ist komplett unübersichtlich, meines Erachtens. Genau. Und ich glaube, dass wir heute bald mal anhauen wären. Aber wie gesagt, ich fahre ja nicht nur wegen der Messe da, sondern für mich oder für uns geht es ja nachher noch weiter nach Oberösterreich. Leo, es hat mich wieder gefreut, dich wieder zu treffen. Na mir. Und ich würde sagen, sehen wir uns wieder mal. Ja, auf alle Fälle, aber dann mit Deutschhofen. Dann mit Deutschhofen wieder. Gut, ciao. Mach's gut. So Leute, jetzt sind wir am Stand von Grätzebeck. Normalerweise ist es so, dass du, früher hat man es immer so oldschool gemacht, dass du Wärmflaschen. Und bei dem Schlafsack, der ist sogar beheizbar mit einer Powerbank. So ist unser Chef eben, der Markus, auf die Idee gekommen, den Schlafsack beheizbar zu machen, weil er damals mit seinen Kunden viele Touren gemacht hat und musste dann 20, 30 Wärmflaschen machen. Und dann hat er gesagt, hey, das ist mir echt zu groß. Jetzt mache ich einen Schlafsack, der beheizbar ist. Und das Geile ist, genau, der hat halt eben die ganzen Wärmflaschen immer machen müssen und das Heizteil ist tatsächlich komplett waschbar. Das ist halt auch geil. Du brauchst es nicht irgendwie auseinanderbauen, selbst mit Kabel und allem, kannst einfach in die Waschmaschine schmeißen und kannst es dann wirklich dann ganz normal waschen im Wollprogramm mit Down-Waschmittel und fertig. Mehr brauchst du nicht. Ja, und das hält, also das war der Bundeswehr sogar im Test, also da unten der Schlafsack, bei minus 40 Grad. Und das war tatsächlich, obwohl er auf minus 8 Grad ausgelegt ist, weil die offiziellen Tests, die gehen ja nur bis minus 10 oder minus 15 Grad, aber in dem Test von der Bundeswehr ist er tatsächlich bei minus 40 Grad noch perfekt angenehm gewesen. Oh, das ist gestern auch Premiere. Ja, Leute, jetzt haben wir im Außenbereich vor der Messe.
Und da sind wir jetzt gerade bei Dometic, die was ja mittlerweile auch Dachzelte haben. Und jetzt schauen wir uns da gerade ein bisschen um. Aber wir haben uns übergefragt. Das sind Bodenzelte von Dometic. Tule, schau her da. Ich denke mal, das ist oft aber ein Problem für uns. Das nenne ich mal Auto. Ein Chimney mit Dachzelt für Offroad-Touren, ideal. So, hallo Leute. Jetzt ist ungefähr 3:30 Uhr am Nachmittag. Mehr wäre jetzt die Outdoor-Messe verlassen. Es war ganz okay. Es waren natürlich nur 4 Hallen. Jetzt wäre im anderen Messegelände mindestens 6 oder 7. Es waren relativ viel weniger Aussteller auch da, wie es nicht stimmt. Aber war ganz okay. Und für mich geht es jetzt weiter Richtung Oberösterreich. Und ja, heute zu sagen, ich hoffe, hat das kurze Video gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, zu denken.